Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem Video. Wieder mal mit Facecam. Ich hoffe, das Ganze passt mit dem Greenscreen und alles. Ich bin halt wieder ein bisschen im Ausprobieren, wie man es kennt bei mir. Wir spielen heute Within Scary. Hab mir Tim empfohlen, also Shoutout an dich. Und das ganze Spiel kann man in einer Stunde ungefähr durchspielen. Deswegen würde ich sagen, rein und let's go. So Leute, wir sind jetzt hier gespawnt. Hier bei dem... auf der Insel. Ja, ich kann es irgendwie auch nicht fassen. Ja, mache ich. Also, wir sind hier gespawnt. Private Property, perfekt. Wir rennen da einfach rein. Wir haben scheinbar aber einen Kumpel an unserer Seite. Das ist eigentlich ganz beruhigend. Ja, da geht's rein. Okay, machen wir das doch. Dann knacken wir mal das Schloss. Oh, I can hear you from here. Ist der... dann... wo ist denn der Dude? Na, anyway, wir haben jetzt den Schlüssel. Wir gehen jetzt das Schloss knacken. Okay, dann knacken wir jetzt mal das Schloss. Achso, das geht einfach auf. Ich dachte, das ist jetzt vielleicht mehr, irgendwie was, ne, wo... eine Aufgabe. Okay. Ah, hier können wir rein, okay. Aber hier ist irgendwie... nix. Ah, hier kann ich was aufmachen. Wow. Hab viel gebracht. Alter, nee, ich sehe nichts tatsächlich. Aber ich hab gerade was gehört. Also hier ist eine Uhr und hier ist schon mal irgendein Code, den man eingeben kann. Und Blut. Nice. Hä? Boot is moving? Hey, warte mal. Hä? Lol, der fährt einfach weg. Was ist der für ein Assi? Ja, und unser Dude hat das Signal irgendwie verloren. Das ist natürlich auch ganz geil jetzt. Wenn unser einziger Mate jetzt einfach ja, gone ist. Ach ja, by the way, was ich eigentlich noch kurz sagen könnte, ist, ich habe ein neues Mic bestellt. Das sollte ankommen in ein paar Wochen. Mindestens. Da wird auch die Audioqualität ein bisschen besser sein, weil mir ist aufgefallen, es ist irgendwie sehr, ja, nicht so krass gut. Lol, hier liegt ja noch eine Note. I'm sorry. Ja, danke. Was waren das für Sounds, Alter? Das Tor ist jetzt offen, natürlich. Hat es geschöppert von hier. Hört ihr auch so ganz komische Sounds, Alter? Was ist das? Das kommt von da hinten irgendwie, ne? Boah, Alter. Okay, aber wir sind scheinbar gerade am Aufwachen. Dass da aber noch unsere Taschenlampe liegt, ne? Können wir nämlich gleich wieder mitnehmen. So. Boah, blutgeil, Alter. Ist hier was? Zement. Zahnbad, okay. Wieso auch immer hier Zement ist. Da ist noch eine Kiste, die ist aber gelockt. Da ist sie denn nur. Jetzt ist sie rot und sie tickt, glaube ich, ziemlich viel schneller. Ist das ein Zeichen? Oh, noch ein Zahnbad. Wer hier vielleicht raus? Ja. Mhm. Ah, perfekt, Alter. Okay. Da hat jemand geschrieben, dass das Ganze hier mehr eine Operation ist und dass sie das ganze Zeug hier morgen verlassen und niederbrennen. Und ich bin noch drin. Ah, hier ist noch ein Zahnrad, Digga. Wie viele Zahnräder gibt es denn hier? Ah, guck mal, warte, die können wir ja hier reinmachen, oder? Yeah, let's go, Alter. Ah, ja, jetzt okay. Den Schlüssel, was ist das für ein Schlüssel? Perhaps used in a padlock. Ja, obviously. Oh, ich back hier so ein bisschen rum. Ja, wo bin ich? Ich bin in Kisten eingesperrt irgendwie. Und ich kann hier raus. Okay, natürlich haben wir jetzt mit dem Schlüssel auf eben irgendwas getriggert. Ist ja klar. Okay, können wir das hier vielleicht auch noch? Ja, guck mal. Haben wir jetzt bekommen? Pair of Door Handle. Tür. Haben wir eine Tür gesehen ohne Handles? Ich geh mal hoch. Weil, da oben ist... war vorhin diese Sounds. Also hier sind... Digga, lass mich durch. Hier ist ein Safe. Und wahrscheinlich müssen wir solche Zahlen eingeben hier. Also jetzt erstmal noch mehr suchen natürlich. Okay, die, also wir haben, was müssen wir denn noch suchen? Ein Viereck und ein Dreieck, ne? Wird hier wahrscheinlich dann irgendwie in den anderen Räumen hier verteilt sein. Ja, guck hier. 5 im Viereck. Okay, wir gehen mal hier weiter. Da ist noch eine Tür. Oh mein Gott, Alter. Hä? Wieso hat die Tür dazu gemacht? Hallo? Rein. Gott, Alter.
Okay, es lockt vielleicht auch besser so. Wir gehen aber mal weg. Also ich komme das Vieh noch raus. Ja, das will doch jetzt, dass wir da reingehen und die wartet da um den Ecken und dann springt die mich an. Ist ja klar. Nee, okay. Hier vielleicht? Oh. Ey, du da. Wollen wir sie erschrecken, Leute? Wir drehen den Spieß jetzt um. This is not a good idea. Ja doch, ich will sie erschrecken. Okay, nee, vielleicht ist es wirklich nicht so eine gute Idee. Weißt du was? Eins. A piece of a key, okay. Ja, perfekt, Digga. Jetzt müssen wir noch Teile für einen Schlüssel finden, um eine Tür aufzumachen. Bin ich dumm, oder? Nee, die waren vorher nicht da, oder? Aber sie sehen zumindest nicht so scheiße creepy aus wie bei Hello Neighbor, ne? Die Tür ist jetzt auch offen, da sieh mal einer guckt. Da ist das Dreieck, die 9. Da ist ein Radio, der komische Sounds macht. Und Zeit ist Teil vom Schlüssel gefunden, das ist auch sehr wichtig. Okay, 9. 9. Ist das Dreieck. Weg. Mach auf, bitte. Nein, mein Flashlight geht nicht mehr. Ich bleib beim Dreieck, das ist cool. Ich glaube, die Tür ist wieder aufgegangen, oder? Aber ich sehe halt nichts. Ich sehe gar nichts. Oh oh. Hallo? Ich glaube, die ist weg. Ich gehe mal raus hier. Sie ist hier wieder offen, weil 9 war ja im Dreieck, ne? Und im Viereck war 5. Okay. Das heißt 7, 4, 5, 9. 7, 4, 5, 9. Ja, let's go. Wir haben jetzt alle Teile von dem Key und wir haben jetzt einen Key für das First Gate. Welches ist denn das First Gate? Ja, guck, das ist eins. Gehen wir mal weiter. Hallo, wer ist denn hier so? Ohne Kassette, cool. Irgendwie wird die Taschenlampe schwächer. Da ist irgendwie was, was wir aufmachen könnten. Aber es ist gelockt. Okay, hier hinten geht's noch weiter. Hä? Sie sind da Bretter an die Decke genagelt. Mein Gott, das ist mal mit dem Kopf aufgeschlagen. Armer Dude. Auch noch. Okay, hier ist offen. Da ist, warte, da können wir. Oh, da chillt auch noch ein Dude. Sieht auch nicht gesund aus, ehrlich gesagt. Ne? Bin kein Mediziner, aber ich glaube, muss nicht sein. Oh. Ja, so passiert ja auch noch irgendwas. Ah, da war ein Sound. Es passiert aber nichts. Hä? Oh. Alter, ist das Ding riesig. Oder steht gerade auf einem Stuhl. Das kann auch sein. Wetten, das springt gleich auf uns los. Wirklich? Lol, die haben hier so ein Home-Kino mit Überwachungskameras. Dort liegt noch was. Das sieht aus wie ein Babyspielzeug. Was ist das denn? Odd-shaped key. I'm going to grab you all from behind and rip your face off. Ah. Oh. Hallo? Es sieht groß. Das sieht, bin ich einfach klein oder sind alle anderen? Oh, jetzt habe ich was aufgesetzt. Ein großes, quadratisches. Magnetisches Ding habe ich gefunden. Das können wir hier reinpacken. Brauchen wir noch mehr solche Teile? Ah, geht auf. Okay. Alter. Das ist so ein Schneidedings halt. Wie nennt man das? A strong bolt cutters. Can cut through any lock or chain. Ja, das ist ja mega geil. Können wir jetzt jede Tür öffnen? Die hier vielleicht? Ah, okay. Also die mit dem roten Schloss können wir scheinbar öffnen. So, jetzt haben wir schon 2 von 4. Wir machen Progress. Oh! Ich habe ich doch gerade gar nicht so richtig gesehen gehabt. Okay, aber ich glaube, das sind wir wirklich nur so. Ich glaube nicht, dass die hier frei rumlaufen, sag ich mal. Ja, Cutscene hört sich jetzt scheiße an, aber halt wirklich mehr so Cutscene-mäßig. Und ist noch ein Schloss, können wir das vielleicht aufknacken? Ja! Sieht aus wie ein Keller. Seid ihr ready, Leute? Das geilste Horrorspiel. Oh, da liegt jemand. Hallo, bewegst du dich gleich oder schreckst du? Wollen wir Kamera? So brauche ich jetzt eine Kamera. Oh mein Gott, warte, das ist doch die Tür, wo die die vorhin rauskam, oder? Ja, da ist auch Blut. Oh, ich gehe mal weiter. Okay, was ist das? Ah, nochmal so ein Magnetding. I see you. Das war vorhin noch nicht da. Guck, da ist auch die Kamera. Oh mein Gott, Alter. Die hat sich gerade bewegt. Ja, hier ist alles umgefallen. Was ist passiert? Oh nein, der Flatscreen. Och Mann. Die. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Die ist da rausgelaufen.
Ist jetzt hier drin? Schlüssel? We refuse to do what you want. We don't want to be here. Okay, Key to the second floor gate haben wir bekommen. Chillt jetzt hier irgendwo? Wetten da unten, die wartet doch jetzt da auf dem. Oder ist sie. Wollte gerade sagen, die snackt hier gerade die Person weg. Ey, ich höre die hier wieder irgendwo. Das ist so scheiße. Das heißt, glaube ich, muss ein bisschen aufpassen, wo ich langlaufe. Warte, wenn wir hier schon sind. Zack, jetzt wird nochmal eins teilen. Eins teilen. Boah, Alter. Eins Teil. Ist das hier das zweite? Ja, das ist das zweite, okay. Hier die zweite. Hier ist einfach ein Raum voller Käfige. Weird Flex, but okay. Jetzt hier, oh mein Gott! Alter! Okay, wir wachen hier auch wieder langsam auf. Die Uhr tickt immer noch schnell. Ist das ein Zeichen so von wegen? Ja, die Uhr tickt schnell, du musst Gas geben. Keine Ahnung. Ah, das ist jetzt die andere Seite von hier. Okay, cool. Perfekt, schon wieder was lockt. Die Person ist weg. Das ist auf jeden Fall ein fettes Haus. Ah, hier ist das letzte Magnet. Da. Ist klar, Digga. Ich mache noch die Task, weil ich hab verkackt. Ich renne da jetzt hinterher. Komm her. Ich hab keine Angst. Nur so ein bisschen. Ja, du bist doch jetzt hier hinter der Tür. The Tür of Us for Life. Hallo. Nee, okay, ich sehe noch nicht. Zack. Was, eine Brechstange? Und wir haben noch einen Key bekommen für die dritte Tür. Ich weiß aber gerade nicht, wo die ist. Oh. Ich bin so gut, Alter. Small red box containing a secret ingredient. Ich habe vorher noch ein anderes Videotape. Genau, ein anderes Videotape genommen. Also nicht aufgenommen, aber gefunden. Vielleicht passiert hier auch gleich noch irgendwas. Wieso dauern die immer so lange, bis da irgendwie was anfängt? Okay. Hier steht jetzt 20 oder 2 Durchmesser. Warte, ich weiß, was wir mit der Crowbar machen können. Denke, können die jetzt aufmachen. Ja, guck. Wir sind draußen. Ich weiß, für was das dritte Doorgate-Key ist. Okay, okay. Oh. Gehen wir einfach vorbei. Alter, der ist einfach am Abhängen. Ach, das ist auf uns runtergefallen, ne? Ja, guck, jetzt kann ich nämlich hier weiter. Oh Gott, diese Gänge sehen geil aus. Oh mein Gott. Das ist ja die reinste, also. Oh mein Fress, Alter. Ich bin noch fast reingelaufen. Ich glaube, ich muss hier wieder raus. Oh. Ich gehe mal weiter. Oh. Das Licht ist auch immer angenehm, wenn das flackert, weil das ist dann so einfach cool. Ja, das ist jetzt einfach zu hier. Ich kann hier nicht mal mehr interagieren. Irgendwo scheppert es die ganze Zeit. Irgendwo klopft jemand. Hier vorne, hallo, ich komme aufmachen. Ah, okay. Hallo, was ist jetzt? Oh Gott. Sind Kinderbettchen. Jetzt hier die Kinder am Snacken. Als ist die Tür genug. Oh mein. Ah, wir können unseren Dude wieder hören. Das ist aber nett. Ich habe wieder Dietrich hier gefunden. Okay. Ja, warte, jetzt kann ich doch bestimmt alle anderen Türen aufmachen, oder? Und das auch wieder. Wieso sind die überall Uhren? Haben die irgendwie was zu bedeuten? Hä, sind das Wohnungen? Im übertriebensten Sinne? Und jetzt. Oh mein Gott! Ich dachte eigentlich, dass jetzt hier hinten irgendjemand steht bei der Badewanne, aber. Nee. Ehre! Ja, ja, das ist kein Ding, Digga. Ich schaff das schon. Stand ja vorhin auch auf der Notiz von wegen. Ja, Mika, du weißt doch, wie man Kuchen macht. Ha, das hat weh. Wir wachen auf. Einmal mehr. Hier ist unser Teddy. Ja, jetzt ist auch dieses Brett unten. Ja, okay, jetzt ist es unten. Wir können jetzt auch hier wieder raus. Ich frage mich aber trotzdem, ob jetzt die Tür da hinten offen ist. Ne, okay. I'm sorry, but no one is coming. Was? Was? Hä? Er ist einfach nicht gekommen? Er hat ja gesagt, wir sollen irgendwie zum Bedroom kommen. Oder hier rein? Nee. Boah, ach. Hi. Oder hinten. The. Nicht two of. Three of us for life. Oh mein Gott, das ist das Monster.
Das ist mein Freund und jetzt mache ich es auch noch. Wir setzen dem Ganzen ein Ende. Okay, ich wusste nicht, dass das in Selbstmord so endet, ne? Es gibt mehrere Endings auf jeden Fall. Ja, heftig, Digga. Auf jeden Fall trotzdem geiles Spiel. Also, ne, nochmal, Tim, danke fürs Empfehlen. Wenn es euch dann doch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Abonniert diesen Kanal und vor allem aktiviert die Benachrichtigung, denn wie ihr im Post gesehen habt, ist es halt so, dass ich nicht mehr wirklich regelmäßig Videos mache. Einfach dann, wenn es kommt und wenn es Bock macht halt, ne. Abonniert die Glocke. Ihr wisst es. Aktiviert die Glocke natürlich. Und dann würde ich sagen, war's das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.